इधर मैं रूम से बाहर निकला, उधर तू गया बच्चू। ओ, अगर मॉम डैड ने ये देख लिया तो मैं तो गया काम से हमेशा के लिए। लेकिन वो यहाँ आएंगे ही क्यों? म्यूजिक तो बंद करो। मुझे हेल्प चाहिए, मैं जेल में हूँ। मैं छुपा छुपी खेल के तंग आ गई हूँ मार्गरेट, कुछ और खेलते हैं। मेरा गार्डन मेरी मर्जी, गिनती शुरू करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। मार्गरेट, लगा ना मुझे। अब क्या लगा? शो भी तूने मुझे मारा अभी। ओ, ये क्या है? मुझे देखने दो। राल्फ को लेकर आओ जल्दी। हेनरी, बदले में हमें क्या मिलेगा? चलो ठीक है, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा मेरी माँ। काम बन गया। संभाल के। क्या मुसीबत है। ये रहा तुम्हारा खाना। ये पेंट की स्मेल कहाँ से आ रही है? तुझसे जितना कहा गया है उतना कर, अभी के अभी। ओ हाँ, वो मार्गरेट अपना प्ले हाउस पेंट कर रही है। अच्छा ठीक है। हेनरी बेटा, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि ये पनिशमेंट तुम्हें क्यों मिली है। हाँ मॉम। तो तुम फिर से ऐसा करोगे? नहीं मॉम। अच्छा, अगर तुम अच्छे बच्चे बनने का वादा करो तो पनिशमेंट खत्म, तुम अपने रूम से बाहर आ सकते हो। यस। तुम जरा अपने कमरे की खिड़की बंद कर दो। यस। आजादी। Denn einmal mit den Schnecken weg. Wir wollen doch nicht, dass Großtante Grete die sieht. Das ist nicht zu glauben. Was muss ich denn noch alles anstellen, damit ich Ärger krieg? Peter, sei so lieb und leg die für Großtante Grete auf den Wohnzimmertisch. Ja, Mama. Oh, Pralinen. Peter, du denkst doch nicht etwa das, was ich glaube, was du denkst. Mach schon, Peter. Los, du kannst es. Bin ich aber durch und durch gemein. Und ich hab sogar mit vollem Mund geredet. Ach, wenn ich König bin, darf niemand schrecklicher sein als ich. Mein lieber, braver, schleimiger Zwerg von Bruder schon gar nicht. Hallo, Tante Grete. Wie schön, dass du uns mal wieder besuchst. Ja, ja, schon gut. Oh, was ist denn mit euren Blumen passiert? Oh, die waren für meine Pressblumensammlung. Ach, was du nicht sagst. Henry, deine Großtante Grete ist da. Benimm dich und wage es ja nicht, ihre Pralinen anzufassen. Pralinen. Hallo, Tante Grete. Willkommen. Hä? Meine Schnecken. Wie kommen die denn
da rein. Peter! Peter hat das gemacht! Wow! Ich bin beinahe beeindruckt. Hallo, Tante Grete. Hallo, mein Lieber. Musst du immer noch so stinken, Tante Grete? Das war echt schrecklich. Nein, Schätzchen, ich muss schon lange nicht mehr hinken. Komm, du musst die Pralinen probieren, Tante Grete. Die haben wir extra für dich besorgt. Oh nein, kommt nicht in Frage, dass das auf Peters Konto geht. Bist du ja, Henriette? Ich bin ein Junge. Ach, du siehst deiner Großmutter immer ähnlicher. Komm her und gib deiner Großtante Grete einen schönen dicken Kuss. Gut, jetzt reicht's mir. Klappt es bestimmt. Henry, du darfst mich nicht hier lassen. Du bist echt gemein. Nein, bin ich nicht. Ich mag dich nur nicht, das ist alles. Das stimmt gar nicht. Du hast mich doch mal gerettet. Dich gerettet? Wann? Als ich ganz klein war. Ich hab gesagt, du sollst abhauen! Sei nicht so gemein, Henry! Jetzt hast du Peter wieder zum Weinen gebracht. Ich habe dich gewarnt. Nein, Mama! Sieh, da! Böser Wauwau! Du hast mich gerettet! Du bist mein Held! Ich hab dich nie gerettet! Ich hab den Hund verscheucht, weil... Weil er sich Mr. Kill schnappen wollte. Ich hab ihn nur angebrüllt, um Mr. Kill zu retten. Dich doch nicht. Das stimmt gar nicht. Du hast mich gerettet. Von mir aus hätte der Hund dich ruhig in die Beine und in die Nase beißen können. Es wäre mir sogar egal gewesen, wenn... Häschen! Nein! Wollt ihr wissen, wie lange ich schon hier bin? Seit gestern. Und heute Morgen haben sie mein Frühstück vergessen. Ich will jetzt endlich frühstücken! Nein! Puh, das war knapp. Hey, was ist mit meinem Frühstück? Es ist ja schon bald Mittag. Es ist Mittag. Aber zuerst müssen wir noch eine Untersuchung machen. Also hör auf, die Klingel zu drücken. Aber das ist gemein. In Krankenhäusern gibt's immer glibbrigen Wackelpudding. Ich will meinen glibbrigen Wackelpudding. Wenigstens muss ich nicht in die Schule. Das ist das Gute dran. Keiner da. Henry, deine Mutter sagte, wir dürfen dich besuchen. Wie geht es dir denn? Kommt drauf an. Bringen Sie mir Hausaufgaben. Nein. Yeah! Ja, ja, ja. I'll get you, Henry! 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 Ein Kleiber! Die sieht man nur ganz, ganz selten. Oh, du hast ihn verpasst. Und wenn schon, ich werde es überleben. Mama, Henry hat mir mein Fernglas weggenommen. Henry, gib's ihm zurück. Oh, ich kann gar nichts sehen.
nicht mal die frische Luft. Ich riech nur etwas, das stinkt. Hättest du nicht warten können, Peter? Mama, sag Henry, dass ich nicht stinke. Hör sofort auf damit, Henry. Weißt du was, Henry? Such mit Peter doch etwas für seinen Biologieunterricht. Genau. Aber das ist doch ein Wespennest. Die stechen doch, oder? Nicht, wenn man ihnen was vorsingt. Sowas hat keiner. Dann kriegst du bestimmt eine ganz tolle Note. Oh. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous. Sing, Peter, sing. Sonne le matine, sonne le matine. Peter, komm von dem Wespennest weg. Schon gut, Papa, ich sing Ihnen was vor. Henry hat gesagt, dann stechen Sie nicht. Sonne le matine. Peter, nicht. Natürlich stechen Sie. Komm jetzt da runter. Wie kannst du nur so etwas Schreckliches tun, Henry? Papa wollte doch, dass ich ihm etwas für den Biologieunterricht suche. Und das habe ich gemacht. Etwas Ungefährliches. Oh, davon hat er aber nichts gesagt. Los, Henry, gehen wir zum Teich. Das ist es. Genau. Je schneller wir an dem blöden Teich sind, desto schneller kann ich zu Hause Rapper Seppa sehen. Juhu, schneller, das macht Spaß. So gefällst du mir schon besser, Henry. Hui, ab zum Teich. Oh, Brennnessel. Na los, du Schlafmütze. Der Letzte am Teich ist dein lahmer Esel. Da ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe den Teich. Hier ist eine Abkürzung. Los, kommt. Ich wusste, dass ihm unser Ausflug gefallen würde. Frère Jacques, dormez-vous. Ach, jetzt trödeln sie wieder. War ja klar. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Laura ist da, eure edelmütige Majestät. Ich kann nicht bis morgen warten. Wenn du wirklich eins hast, Henry, dann will ich es sehen. Auf der Stelle. Peter, ich will ein paar Chips, Schokolade und noch ein bisschen extra Schokolade. Kommt sofort. Mein großer Bruder ist so mutig. Ja, ja, wie du meinst. Also, wo ist es? Es ist wunderschön. Ich will es haben. Auf keinen Fall. Ein goldenes Dings, da ist das Größte. Das gebe ich doch niemals her. Ich gebe dir eine Wasserkanone mit 2 Tanks. Die 3000? Wenn du willst. Brandneu? Noch original verpackt. Abgemacht. Morgen? In der Schule. Wie, du kommst nicht? Morgen wird ein sehr guter Tag. Das ist ja Wahnsinn. Wo hast du das denn her? Obercool. Ich glaub's nicht. Ja, wie das hier? Henry! Du hast mich betrogen! Hast du wirklich geglaubt, ich gebe ein goldenes Dings dafür die Wasserkanone 3000 her? Da musst du schon mehr bieten. Am Montag könnt ihr mir alle ein Tauschangebot machen. Und dann entscheide ich, ob es gut genug ist. Keine Ahnung, warum Mama das macht. Den Schlüssel kann sie ja doch nicht wegsperren. Noch 2 Tage und dann sahne ich ab. Henry? Was soll das werden? Eine kleine Nervenberuhigung? Nein, Henry, ich will nicht, dass du stirbst. Lass mich in Ruhe. Stirb nicht, bitte, bitte, du darfst nicht sterben. Peter, was ist denn los? Das goldene Dings da ist verflucht und Henry hat's genommen, damit ich gerettet bin. Aber jetzt muss er sterben. Henry, wie kannst du nur so etwas Schreckliches sagen? Gib Peter sein Dings da zurück oder es gibt eine Woche kein Fernsehen.
aber ich brauche es für meine Versteigerung. Henry? Ich will aber ein goldenes Dings da. Das ist die falsche Richtung, Henry. Entschuldigung, Frau Sonderlich. Ich muss los. Hallo? Hallo? Ich möchte ein Los kaufen. Hallo? Der Stand ist noch nicht geöffnet, Henry. Komm später nochmal. Da ist der. Schnapp ihn dir. Schnell weg hier. Hä? Der Nächste. Schön gerade sitzen. Der Losverkauf für das Piratengewinnspiel ist nun eröffnet. Kommt und versucht euer Glück. Platz da. Ich komme. Wow! Oh nein! Einer von denen schnappt mir bestimmt die Nummer 42 vor der Nase weg. Okay, ganz ruhig. Denkt nach. Was würde Rapper Zappa tun? Normalsterbliche würden jetzt bestimmt aufgeben. Aber ich kämpfe gegen meine Feinde. Gegen jeden Einzelnen. Und ich werde siegen. Okay, wer ist der Erste? Ah, der brutale Bär. Das wird babyleicht. Na, warte. Ich mach dich fertig, Henry. Beruhig dich. Ich mach's ja wieder gut. Ich verrate dir, welche Nummer gewinnt. Ehrlich? Klar. Und dich kostet es auch nur 50 Cent. Einverstanden. Die Nummer 95. Hallo, Andy. Du weißt schon, dass der erste Preis ein Bungee-Sprung ist, oder? Was? Und der zweite Preis sind zwei Bungee-Sprünge. Versuch ja nicht, dich vorzudrängeln. Brauche ich gar nicht. Ich weiß, welche Nummer gewinnt. Kostet aber. Ach, na schön. Welche Nummer gewinnt? Nummer 42. Ich schwör's. Ehrlich. Die Nummer 42 wird gewinnen. Du schuldest mir 50 Cent. Meinst du wirklich, dass ich darauf reinfalle, Henry? Ha! Ich nehme die 31. Ja, das klappt wie geschmiert. Oh nein, Muskelmartin hat ein Los. Ah, die 42 ist weg. Muskelmartin hat meine Nummer genommen. Martin, willst du 50 Cent für das Los da? Keine Ahnung. Und meinen neuen Fußball? Ich weiß nicht. Okay, okay. 50 Cent, meinen neuen Fußball und dein Killerboy Reds Poster. Ich weiß nicht. Schau mal, Henry. Ich habe ein Schatzkartenlos und ein Tombola-Los gekauft. Sieh Leinenzwerg, ich bin gerade beschäftigt. Also, abgemacht? Toll! Ich bring dir die Sachen gleich morgen. 75! Die Nummer kann ich nicht gebrauchen. Irgendjemand anders muss mein Los haben. Peter? Peter muss mein Los haben. Peter! Peter, komm sofort zurück! Yeah! Ja, ja, ja. Wuhu! I'll get you, Henry! Oh. Oh. Stellt euch jetzt bitte zum Dreibeinwettlauf auf. Der Dreibeinwettlauf fängt in einer Minute an. Wo ist dein Partner, Henry? Ich, Laura, du wirst Henrys Partnerin sein. Was? Beeilt euch! Der Wettlauf fängt gleich an! Auf die Plätze! Ich bestimme, Henry, und ich will gewinnen. Also wirst du genau tun, was ich sage. Fertig? Nein, ich will heimgeschickt werden. Also wirst du tun, was ich sage. Ach, meinst du? Ja, meine ich. Wir machen das so. Nein, wir machen das so. So gefällt's mir schon besser. Henry! Hör auf mit dem Quatsch! Henry! Stopp! Henry! Oh je! Siehst du, Laura, ich hab dir doch gesagt, dass wir nicht gewinnen. Das reicht! Dieser Wettlauf ist gestrichen! Oh. Was? So
Echt schade, Henry. Du schreckliches Kind. Wenn du meinst, dass ich dich nach Hause schicke, hast du dich getäuscht. Du bleibst hier bis zum Schluss. Und die anderen folgen mir. Das wirst du mir noch büßen, Henry. Das ist das Schlechte am Sporttag. Da macht man immer ganz schlimme Sachen. Keine Angst, Olli. Die Eier sind doch alle hart gekocht. Auf die Plätze. Fertig. Los! Eierlauf ist ebenfalls gestrichen. Und keiner von euch rührt sich vom Fleck, bis ich weiß, wer diese Eier mitgebracht hat. Frau Streitaxt, ich kann nicht lügen. Also? Das war Peter. Operation Milchzahn kann losgehen. Henry, was machst du da? Was ich mache? Gar nichts. Ich hab was gehört in Peters Zimmer und hab nachgesehen. Ich will ja nicht, dass meinem kleinen Bruder was passiert. Verstehe. Und jetzt gehst du lieber wieder in dein Zimmer und schläfst endlich. Na gut. Zahnfee, mach schon mal deinen Geldbeutel auf. Henry? Angenommen, jemandem wäre ein Zahn rausgefallen, aber er verliert ihn. Und deshalb lag er nicht unter seinem Kopfkissen. Vielleicht lag er sogar unter dem Kopfkissen von jemand anders. Würde er trotzdem Geld von der Zahnfee kriegen? Willst du mir irgendetwas sagen, Henry? Nein, nein, wollt's nur wissen. Rein hypotaktisch, meine ich, weißt du? Hypothetisch. Und ich glaube, die Zahnfee würde wissen, wer einen Zahn verloren hat. Wie denn? Weil derjenige eine Zahnlücke hätte. Eine Zahnlücke? Ach ja, genau. Ich muss los. Henry! Du hast dir ja einen blöden Sitzplatz ausgesucht. Henry, wenn du mich besuchen willst, dann klingel gefälligst an der Haustür. Dann muss ich dir nicht aufmachen. Das ist ein Notfall. Ich brauche deine Zähne. Hä? Dein Vampirgebiss von deinem Dracula-Kostüm. Und zwar sofort. Ach, und was kriege ich als Gegenleistung? Als Gegenleistung? Orangensaft gefällig. Orangensaft gefällig? Wie heißt das weiter? Orangensaft gefällig, meine Dame. Ja, bitte, Henry, das wäre wundervoll. Und mit ein paar Eiswürfelchen drin. Auch noch mit Eiswürfeln drin? Willst du das Gebiss oder nicht? Wir werden schon sehen, wer gewinnt. Hey, aber das hier ist doch mein Versteck.
Das ist eine Einbrecherin. Kommen Sie schnell her. Eine Einbrecherin? Keine Angst, Junge. Ich schicke sofort einen Streifenwagen vorbei. Wie sieht diese Einbrecherin denn aus? 3 Meter groß. Riesige Zähne, wie Eisberge. Und sie hat sich gerade vor unseren Fernseher gesetzt. Aber das ist Rebecca. Und sie ist doch keine Einbrecherin. Nein! Wenn die Polizei Rebecca für eine Einbrecherin hält und sie mitgenommen hat, habe ich dann beim Versteckenspielen gewonnen? Nein. Beim Versteckspielen hat keiner von euch gewonnen. Ich bin also eine Einbrecherin und ich bin 3 Meter groß, mit Zähnen so groß wie Eisberge. Das war nicht meine Idee. Ich finde sie ganz reizend. Ab ins Bett. Ich gebe euch 5 Sekunden. 1. Lauf! 2. 3. 4. 5! Denk nicht mal dran, nochmal aufzustehen. Oder es wird dir leid tun, dass du je geboren wurdest. Die macht mir meinen ganzen Ruf kaputt. Hoffentlich findet das niemand raus, dass ich 2 Stunden zu früh ins Bett gegangen bin. Henry, ich bin's, Peter. Ich will noch wissen, was du jetzt vorhast. Was ich vorhab? Du bist doch Henry. Das wirst du dir doch nicht gefallen lassen. Nein, ganz bestimmt nicht. Denn Henry hat niemand Befehle zu geben. Das ist unser Haus. Wir haben Rechte. Wir lassen uns nichts befehlen. Wir wehren uns gegen die Unterdrücker und kämpfen für unsere Freiheit. Denn ich bin Henry und du bist Peter. Ich glaube, ich bleib lieber in meinem Zimmer. War klar. Woohoo! I'll get you, Henry! Fünf Komma fünf. 10 nach 8, Henry. Du musst in die Schule. Und ihr habt Schwimmunterricht. Oh. Erzähl es keinem, Andy. Aus dem Aquarium ist ein Hai ausgebrochen. Ein Hai? Ja, ein superintelligenter, mutierter Hai. Und der ist auf dem Weg hierher, also sei vorsichtig. Henry hat gesagt, in unserem Schwimmbad könnte ein Hai rumschwimmen. Haie sind Salzwassertiere. Die mögen kein Chlorwasser. Ich mag auch kein Chlorwasser und schwimme trotzdem drin rum. Stimmt auch wieder. Das ist ja noch viel mieser als der Werwolf. Ich wärme mich ja erst auf. Heute schwimme ich bestimmt 1000 Meter. Also dann ab ins Becken mit euch. Henry, sag bloß, du hast... Es tut mir leid, ich kann heute leider nicht schwimmen, weil ich... Ich hab genug von deinen Ausreden, denn das langweilt. Es ist mir schnurzegal, ob du Lepra oder die schwarze Beulenpest hast. Du schwimmst heute. Zieh dich um. Sofort. Das würde ich ja gern, aber leider habe ich meine Badehose vergessen. Ersatzbadehosen, nimm dir eine. Sowas zieh ich doch nicht an. Ich weigere mich. Die passt dir bestimmt. Jetzt muss ich ganze 5 Meter schwimmen, ohne zu ertrinken. Henry? Henry! Er ist ein Angsthase, Herr Pitch. Er hat Angst vor Wasser. Gar nicht wahr. Ich hab keine Angst. Ha! Ich liebe Wasser. Ich beweise es euch. Henry, schwimm!
Oder willst du etwa der Einzige in der Klasse sein, der kein Seepferdabzeichen hat? Sie sollten Henry ein extra Abzeichen geben, wo ein ertrinkender Angsthase drauf ist. Das reicht. Schwimm, 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 schwimm. So, 5 Meter locker geschafft. Darf ich jetzt wieder raus? Henry, für wie blöd hältst du mich? Ist das eine Fangfrage? Ich sagte schwimmen, nicht laufen. Gut. Und jetzt ordne ich dir an, diese Sachen in den Tee zu mischen. Vergiss nicht, tu alles, was sie sagen, ja? Tja, wenn das ein Befehl ist... Schmeckt toll. Guter Tee. Danke, Henry. Mit diesem Tee hat jemand rumgepfuscht. Wer war das? Das war Henry, Vater. Ich wollte es verhindern. Er hört nicht auf mich. Aber er hat mir befohlen. Und du hast gesagt, dass ich alles tun muss, was er sagt. Keine dummen Ausreden. Sie sollten Ihren Sohn besser im Griff haben. Du musst lernen, was es heißt zu arbeiten, Henry. Ihr geht jetzt beide runter in die Verpackungsabteilung. Sofort! Das zahle ich dir noch heim, du Ratte. Nein, kannst du gar nicht. Denn mein Vater ist der Boss. Und da kannst du gar nichts machen. Du hilfst mir jetzt, sonst gehe ich. Würde ich nicht, sonst bekommst du noch mehr Ärger. Und du arbeitest nicht schnell genug. Oh, sieh dir das an. Nichts hasst Vater mehr als Verschwendung von Zahnpasta. Jetzt wird er bestimmt stocksauer werden. Getroffen. Sei nicht so gemein, Henry. Ich wollte ihn aufhalten, Vater, aber er hört nicht auf mich. Ich glaub's nicht. Das ist ein schändliches Benehmen, Henry. So etwas kann ich nicht dulden. Wenn ich wirklich dein Chef wäre, würde ich dich feuern. Henry, ich schäme mich sehr für dich. Er macht nur Ärger. Und wenn ich die Fabrik übernehme, würde ich ihn nie anstellen, Vater. Ich weiß, mein Sohn, aber du musst verstehen, dass manche Kinder nicht so eine gute Erziehung wie du haben. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, Henry. Mein Sohn, zeig Henry den Fotokopierer und lass ihn Fotokopien für mich machen. Und Henry? Ich weiß, Herr Best, ich soll aufpassen und von Wilhelm lernen. Dieser fiese, hinterlistige Rotzlöffel müsste erwischt werden, wenn er was ganz, ganz Schlimmes macht. Aber was? Ja! Yeah! Hier ist Glückwunsch zum Geburtstag! Hallo! Wer ein Geschenk hat, darf reinkommen. Sei nicht so gemein, Henry! Wo ist Bert? Er müsste längst da sein. Bert ist beim Zahnarzt. Seine Mutter bringt ihn vorbei, wenn er fertig ist. Du musst eben ohne ihn anfangen. Na gut, los geht's. Das ist von... Ich weiß schon. Es ist eine Packung Filzstifte. Gefallen sie dir, Henry? Filzstifte habe ich schon. Henry? Was sagt man da? Vielen lieben Dank. Der Nächste. Das ist ein Wandteppich und den habe ich selber ausgesucht. Warum? Oh, ich nehme ihn, wenn du ihn nicht willst, Henry. Ist das toll! Du hast bunte Tierseifen bekommen und eine Märchen-CD und... Oh, wow! Koch dir dein eigenes, gesundes, vitaminreiches Essen. Fantastisch! Was sagt man dazu allen, Henry? Bäh! Henry!
Noch grässlicher kann diese Party nicht mehr werden. Habt ihr Lust auf Partyspiele? Doch, kann sie. Gib es weiter, Henry. Ja, los, gib schon weiter, Henry. Komm schon, Henry, gib es weiter. Ist ja gut. Fang, du Zwerg. Sei nicht so gemein, Henry. Also, wer hat Lust auf Wer wackelt, verliert? Er hat sich bewegt. Hab ich nicht. Du hast mich geschubst. Hab ich nicht. Doch. Henry, ich warne dich. Ja, Henry, wir haben Spaß. Nein, haben wir nicht. Ich zeig dir, was Spaß ist. Ja, legt los, Killer Pirates. Ihr müsst alle tanzen. Henry, sieh mal, wer da ist. Herzlichen Glückwunsch, Henny. Ich wusste schon, Schalarsch. Danke. Mama. Das kannst du später aufmachen. Jetzt gibt es was zu essen. Wenigstens wird das Essen lecker. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Woohoo! I'll get you, Henry! Kein Regen, kein Schnee, kein Hagel? Mist! Eltern machen nie lustige Vorschläge wie Henry macht den Fernseher an und schau Rapper, Zapper, Marathon. Niemals. Sie sagen immer furchtbare Sachen wie Henry, wir machen einen Ausflug. Du brauchst dich gar nicht zu verstecken, Henry. Los, komm. Das geht nicht. Ich muss hier bleiben und Rapper, Zapper gucken. Red keinen Quatsch, Henry. Los, steig schon ins Auto. Hurra! Ins Auto? Wieso fahren wir? Der Park ist doch gleich um die Ecke. Wir machen einen richtigen Ausflug. Wir fahren aufs Land. Aufs Land? Nein! Da jagen uns bestimmt große, menschenfressende Hühner. Gehen wir doch einfach einmal um den Block. Nein, du steigst jetzt ein, Henry. Glaub mir, das wird dir noch leid tun. Wir hätten auf Henry hören sollen. Wer konnte ahnen, dass unser lieber Henry menschenfressenden Hühnern zum Opfer fällt? Ich esse nie wieder ein Omelett. Henry? Rein! Nein, ich wohne in der Stadt. Ich fahre nicht mit. Komm sofort her! Jetzt schnall dich an und benimm dich endlich. Mal, eine Waldtaube. Gehen wir, Henry. Du kannst mich nicht dazu zwingen. Na schön, aber bei jedem Schritt, den du nicht mitgehst, ziehe ich dir 5 Cent von deinem Taschengeld ab. 5 Cent weniger, 10 Cent weniger, 15 Cent weniger, 20 Cent weniger. Und dafür muss ich den Rapper-Sepper-Marathon verpassen? Die sieht man nur ganz, ganz selten. Oh, du hast ihn verpasst. Und wenn schon, schwer zu überleben. Mama, Henry hat mir mein Fernglas weggenommen. Henry, gib's ihm zurück. Oh, ich kann gar nichts sehen. Also, ich erwarte von euch, dass sich Laura bei uns wohlfühlt. Soll ich dir den Begriff Gastfreundschaft nochmal erklären, Henry? Oh, 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 sie ist da! Hallo! Weißt du, ganz ohne Hose ist gar nicht erwartet.
Es müsste ein Gesetz geben, wer in welchem Zimmer schlafen darf. Sie spioniert bestimmt in allem rum. Spielt mit meinen Sachen. Liest meine Comics. Haben Sie vielen Dank, dass Laura bei Ihnen bleiben darf. Sie ist ja so ein Engel. Habe ich nicht recht, mein Schatz? Ja, Mutter. Willkommen in unserem Heim. Soll ich die nehmen? Du schläfst in Henrys Zimmer. Aber keine Angst, ich habe es aufgeräumt. Sie wird Ihnen keinen Kummer machen. Laura ist immer höflich, mag jedes Essen und hat sich noch niemals beschwert. Sie ist ein Goldstück, nicht wahr, meine Süße? Dann bis nächste Woche. Henry? Laura? Ich bin Gast, also musst du höflich zu mir sein. Bring mich auf mein Zimmer. Es ist mein Zimmer. Wir hoffen, dass du dich bei uns wohlfühlst, Laura. Hier ist es zu staubig. Ich bin allergisch gegen Staub. Hachi. Oh je, keine Sorge, wir stauben alles ab. Wir tun was? Bei uns zu Hause esse ich immer pünktlich um 6. Jetzt ist es 6. Ich hab Hunger. Gut, dann essen wir eben früher. Oh, Vorsicht da unten! Oh je. Peter, die Sachen gehören doch unserem Gast. Du solltest besser aufpassen. Hier, bitteschön, Laura. Rosenkohl mag ich nicht und Mais mag ich nur, wenn er nicht mehr am Kolben ist. Schön, dann reich ihn mal rüber. Und den Mais auf einen Extrateller. Ich mag's nicht, wenn das Gemüse mit dem Fleisch in Berührung kommt. Ja, und steck Laura in ein Extrazimmer. Ich mag's nicht, wenn ich sie ansehen muss. Autsch, Henry hat mich getreten. Nein, das war ich nicht. Das ist ja so peinlich für uns. Ach, sei nicht so gemein, Henry. Wenn ich König bin, zeige ich der launischen Laura, wer der König ist. Henry, hör auf mit dem Essen zu spielen. Henry? Für einen Monat ist dein Taschengeld gestrichen, Henry. Wir können auch 2 daraus machen, wenn du dich jetzt nicht benimmst. Henry? Für einen Monat ist dein Taschengeld gestrichen, Henry. Wir können auch 2 daraus machen, wenn du dich jetzt nicht benimmst. Gute Nacht, Täschen. Gute Nacht, Täschen. Geht! Laura! Laura war das, Peter. Warum sagst du es nicht Mama? Dann kriegt sie mal zur Abwechslung Ärger. Einen Gast verpetzen? Das könnte ich nie. Das ist ganz unhöflich. Unhöflich? Du bist mir zu feige, du Zwerg. Sie schnüffelt in meinem Zimmer in all meinen Sachen rum. Das ist es. Genau. Ja. Laura ist unser Gast. Wenn sie rumschnüffeln will, dann ist es meine Pflicht, es leichter für sie zu machen. Und morgen heißt es, Henry ist wieder da. Miss Will, Laura, es ist erst 6 Uhr morgens. Ich stehe immer um 6 Uhr morgens auf. Und ich übe immer vor dem Frühstück. Na schön, dann gehen wir jetzt runter und machen dir auf der Stelle Frühstück. Alles klar. Operation Ciao Ciao, Laura, ist angelaufen. Boah, Mädchenzeug in meinem Zimmer.
Gar nichts. Ich schreibe nur was in mein Tagebuch. Tagebuch? Oh, ich wusste gar nicht, dass du ein Tagebuch hast. Das ist geheim. Das sind meine geheimsten Gedanken. Jemand wie du darf das nicht lesen. Deshalb hebe ich es in dieser Kiste auf und sperr ab mit diesem Schlüssel. Und dort bleibt es auch. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss Zähne putzen. Einmal eine Schnüfflerin, immer eine Schnüfflerin. In Krankenhäusern gibt's immer glibbrigen Wackelpudding. Ich will meinen glibbrigen Wackelpudding. Wenigstens muss ich nicht in die Schule. Das ist das Gute dran. Keiner da. Henry, deine Mutter sagte, wir dürfen dich besuchen. Wie geht es dir denn? Kommt drauf an. Bringen Sie mir Hausaufgaben? Nein. Dann geht's mir gut. Schön. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, als wir hörten, dass du im Krankenhaus bleiben musst. Stimmt's, Laura? Sie vielleicht. Oh, können wir ihm endlich die Karte geben? Welche Karte? Die Klasse hat eine Karte gebastelt. Ich habe sogar auch unterschrieben. Da steht, gute Besserung, großer Held. Du bist wirklich ein Held, Henry. Du hast deinen kleinen Bruder gerettet. Das wissen jetzt alle? Ach, Mann. Nimmst du die Karte jetzt oder passt dir schon wieder was nicht? Etwas zu essen wäre mir viel lieber gewesen. Ich glaube, du darfst leider noch nichts essen. Nein, sie röntgen noch deinen Kopf, weil sie nicht wissen, ob da was drin ist. Ach, ich hau wieder ab. Also gute Besserung, Henry. Und falls deine Eltern wollen, dass du noch eine Weile zu Hause bleibst, dann habe ich nichts dagegen. Das hat mir noch gefehlt. Jetzt ist mein Ruf total ruiniert. Ihr werdet schon sehen. Jetzt nennen sie mich bestimmt Henry der Held. Das ist echt gemein. Und ich hab so Hunger. Aber außer mir interessiert das hier wohl keinen. Dann muss ich mich wohl selber drum kümmern. Sorge, die Untersuchung ist reine Routine. Danach dürfen Sie Henry zum Glück mit nach Hause nehmen. Henry, geht's dir schon wieder besser? Hervorragend. Hast du Geld dabei? Was? Ja, aber eigentlich, Hör mal, ich hab dir doch das Leben gerettet. Und als Dank dafür will ich einfach nur ein bisschen Geld. Sofort! Ach, na schön. Aber du musst eigentlich in deinem Zimmer sein. Wir müssen gut auf dich aufpassen. Ja, ja. Komm mit, Henry. Ist ja gut. Aber bevor wir gehen, muss ich dir noch was ganz Tolles zeigen. Henry, der Arzt hat gesagt... Wo ist er? Und wo ist Peter? König und für einen Helden. Oh, vielen Dank. Wer war das an der Tür? Ein Mann. Sie stellen das Wasser ab. Oh nein, nicht heute. Das habe ich ja ganz vergessen. Henry, pass auf. Du musst die Badewanne füllen. Dann füllst du alle Töpfe, Wasserkrüge und einfach alles, was du finden kannst, ja? Und beeil dich. Und bring Peter sein Eis. Jetzt kann ich am Computer spielen. Oh, schlimmer kann's ja wohl nicht mehr werden. Henry, sei so lieb und bring mir noch eine Decke. Und mir meine Wärmflasche. Mir ist zu kalt. Und noch eine Zeitschrift. Und mein Buch. Und den Hustensaft. Ich brauch Taschentücher. Henry, kannst du bitte an die Tür gehen? Geh doch an die Tür.
Das Wasser wird wieder angestellt. Achte darauf, dass alle Wasserhähne zu sind. Na toll. Noch jemand, der mir sagt, was ich machen soll. Was? Wollen Sie sonst noch was? Eine Wärmflasche? Eine schöne flauschige Decke? Nein, danke. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag noch? Kein Problem, ich setze es auf die Liste. Hey, hört ihr das? Ruhe! Keiner ruft nach mir und will irgendwas. Na endlich! Oh, Henry. Ich fühle mich einfach grauenvoll. Ich leg mich ins Bett. Ja, Mama ist auch krank und ich musste ihr Saft bringen. Und Peter wollte Eis haben und Frau Sonderlich hat angerufen und der Mann von der Stadt war da und ich musste alles auffüllen. Und dann... Oh, oh, oh. Und keiner hat die Wasserhähne zugedreht. Und jetzt bin ich klitschnass und mir ist kalt und... Und jetzt bin ich wirklich krank. Und das ist gemein. Ich will wieder in die Schule. Hallo, mein Lieber. Musst du immer noch so stinken, Tante Grete? Das war echt schrecklich. Nein, Schätzchen. Ich muss schon lange nicht mehr hinken. Komm, du musst die Pralinen probieren, Tante Grete. Die haben wir extra für dich besorgt. Oh nein, kommt nicht in Frage, dass das auf Peters Konto geht. Oh, da bist du ja, Henriette. Ich bin ein Junge. Ach, du siehst deiner Großmutter immer ähnlicher. Komm her und gib deiner Großtante Grete einen schönen, dicken Kuss. Hör auf, herumzuhampeln und setz dich hin. Ich hol den Tee. Mal wieder Hummeln im Hintern, Henriette? Nein, Tante Grete. Bitte schön, Tante Grete. Eine Praline? Oh, ich liebe Pralinen. Peter, du bist so ein lieber, aufmerksamer Junge. Oh, die Schachtel ist ja leer. Sie ist leer? Sie ist leer? Henry! Verlässt uns schon, Tante Grete. Besuch uns bald wieder. Das war wirklich schrecklich von dir, Henry. Einfach schrecklich. Oh, vielen Dank. Aber Mama, das hab ich gemacht. Geh sofort auf dein Zimmer, Henry. Und Fernsehen ist für heute gestrichen. Ich bin der Schreckliche in diesem Haus. Vergiss das ja nicht. Oh, danke, Peter. Du bist so ein braver Junge. Du bist so ein braver Junge, Peter. Mal ganz ehrlich, Peter. Im Schrecklichsein bist du miserabel, aber hervorragend im Bravsein. Aber verzieh dich jetzt endlich. Von jetzt an bin ich wieder der allerperfekteste Junge, den es gibt. Peter! Henry, das ist nicht fair. Nein, das ist schrecklich. Yeah! Woohoo! I'll get you, Henry! Wenn ich keine Angst kriege, will ich mein Geld zurück. Wartet,
Tier. Es ist wichtig, dass wir das Raftsandmonster überraschen. Wenn nicht... Oh, müssen wir uns dann den Hals waschen? Ich pfeife zweimal, wenn es sicher ist. Und seid vorsichtig. Das ist doch bescheuert! Ich glaube, ich müsste schon längst ins Bett. Ich habe für dich einen Lernplan aufgestellt. Für mich einen Lernplan? Ja, der Schlaukopf-Wettbewerb besteht aus mehreren Prüfungen verteilt übers ganze Schuljahr. Was? Du musst jeden Tag etwa 3 Stunden zusätzlich lernen. In den Pausen, nach der Schule. Nein! Bert, ich muss aus dieser Schlaukopfnummer rauskommen und du musst mir helfen. Genies brauchen keine Hilfe, Henry. Deswegen sind sie ja Genies. Nein, ich bin gar kein Genie. Ich habe nur heimlich meine Punktzahl an Frau Sonderlichs Computer geändert. Du hast deine Punktzahl geändert? Dann bist du doch ein Genie. Ein wahres Genie. Das ist deine Chance. Frau Lieblich hat Büchereidienst. Wünsch mir Glück. Kennst du Frau Sonderlichs Passwort? Stinky Pinky. Das ist typisch. Bücherei geschlossen. Henry, was machst du denn hier? Ich will für den Wettbewerb Schlaukopf des Jahres lernen. Ach, richtig. Ich gratuliere dir, Henry. Und ich suche ein bestimmtes Buch. Dann hol's dir. Ich brauche das da oben. Warte, ich helfe dir, Henry. Meinst du das hier? Nein, etwas weiter oben. Das hier? Nö, etwas weiter drüben. Oh, das hier? Beinahe. Oh, du meine Güte, du meine Güte. Kleinen Moment noch. Oh nein, oh nein. Ah. Warten Sie, ich komme. Ah. Fertig. Hier ist dein Buch, Henry. Vielen Dank, Frau Lieblich.
Bei den Testergebnissen im Computer ist mir ein Fehler unterlaufen. Da waren wohl Kobolde am Werk. Ich fürchte, Henry hat leider keine 100 Punkte erreicht. Wie viele denn dann? 5 Punkte. Tut mir leid, Henry. Ja! Alles klar. 5 Punkte? Das ist ja schrecklich. Ich weiß. Das heißt, jetzt bin ich wieder ganz der Alte. Ja, und deshalb bekommt der alte Henry jede Menge extra Hausaufgaben auf. Was? Habt ihr Jungs heute viel Spaß gehabt? Und wie, Tante Ruth? Wir haben uns totgelacht. Ich möchte keinen Pudding, danke, Tante Ruth. Ich gehe dann schlafen. Keinen Pudding? Das viele Spielen hat mich müde gemacht. Gute Nacht, Achim. Oh, schlaf gut, Henry. Gute Nacht, Tante Ruth. Gute Nacht, Mutter. Gute Nacht, mein Liebling. Ist da jemand? Mami? Hallo? Aber da ist nichts. Da war ein Monster unter meinem Bett. Ich habe es gehört. Achim, du Dummerchen, du weißt doch, es gibt gar keine Monster. Aber das war doch bloß ich. Gut, mit was soll ich zuerst spielen? Yeah! Yeah, yeah, yeah. Woohoo! I'll get you, Henry! Ich nehme dich nie wieder mit zum Einkaufen, Henry. Du hättest mächtig Ärger kriegen können. Verzeihung, ja? Sie haben die Hosen vergessen. Oh, ich danke Ihnen. Oh, Verzeihung, haben Sie vielleicht etwas in der Tasche, das Sie nicht bezahlt haben? Nein, das glaube ich nicht. Dürfte ich mal nachsehen? Ja, natürlich, aber... Wie erklären Sie sich dann das hier? Oh, tja, wissen Sie, das war so... Henry, oh je. Nein, nein! Bitte nehmen Sie meine Mama nicht mit. Stecken Sie sie nicht ins Gefängnis. Bitte nicht. Bitte nicht. Das war ich. Ich habe es in Ihre Tasche gelegt, weil ich wollte, dass Sie es mir kauft. Das ist alles meine Schuld. Nun, das glaube ich gern. Stecken Sie mich an Ihrer Stelle ins Gefängnis. Tja, es ist gegen die Geschäftsvorschriften, Kinder einzusperren. Bedauerlicherweise. Also will ich noch mal ein Auge zudrücken. Oh, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Und selbstverständlich bezahle ich das Spielzeug. Und wollen Sie diese hier ebenfalls kaufen? Oh, ja. Tja, na gut. Die auch. Siehst du, Papa? Ich hab's dir doch gesagt. Rootertoots sind echt cool.
Schon gut, Henry. Das reicht jetzt. Geht und hängt eure neuen Hosen in den Schrank. Oh je, tutende Schuhe. Irgendjemand scheint Eltern wirklich zu hassen. Oh, das war ein toller Tag. Eine neue Hose und heute Abend gibt Schokoladenpudding. Schokoladenpudding? Ach, richtig. Siehst du? Wir können ihn hören, egal wo er hingeht. Wenn ich so darüber nachdenke, wo geht er eigentlich hin? Nein! Nicht! Hör auf! Tolle Idee, diese Turnschuhe, Henry. Jetzt wissen wir immer genau, wann und wo du wieder etwas anstellst. Oh nein! Action! So? Ich bin fertig. Ist das aufregend? Geh einfach geradeaus. Eins. Es ist einfach herrlich, hier zu sein bei meinem Onkel und meiner Tante und meinen entzückenden kleinen Cousins. Aus. Und eins und zwei und drei und vier. Kommt, ihr kleinen Hippos, spielt mit mir. Und eins und zwei und drei und vier. Kommt, ihr kleinen Hippos, klatscht mit mir. Und eins und zwei und drei und vier. Jetzt ist es wieder Zeit für Lachen, bis es wehtut. Papa, Henry hat einfach umgeschaltet. Was? Sei nicht so gemein, Henry. Peter darf jetzt das Programm aussuchen. Ach, Mama. Wartet! Schaut! Da ist Henry! Henry ist im Fernsehen! Was für ein Pechvogel und was für eine glückliche Gewinnerin, die mir das Video geschickt hat. Laura, die 200 Euro sind schon unterwegs zu dir. Laura? Laura? Lass mich runter, du blöder Affe! Henry, sei doch mal ruhig. Ja? Ja, wir werden da sein. Haben Sie vielen Dank. Henry, jemand hat dich im Fernsehen gesehen. Und er zahlt dir 250 Euro, wenn du einen Werbespot für ihn machst. 250 Euro? Ja! Hast du gehört, Laura? Jetzt werde ich ein Star! Klingeling, Pizzen liefern wir dir. Klingeling, Pizzen bis an die Tür. Klingeling-Pizzen. Was willst du drauf haben? Oh, ach, Henry. So schlecht war es auch wieder nicht. Doch, war es. Und wisst ihr was? Ich habe es aufgenommen. Jetzt können die sich in der Schule auch kaputt lachen. Klingeling! Henry! 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 Aber er hat mich geschubst. Ach ja? Ich hab nichts gesehen. Letzte Stunde vor der großen Pause. Chemie! Wart's nur ab. Ich hab den genialsten aller genialen Pläne. Darüber wird man noch ewig reden. Hey, Ruhe da hinten! Psst. Ich liebe Chemie. Jetzt seht alle genau zu. Was passiert, wenn man rote Farbe mit Wasser mischt? Du! Keine Ahnung. Das Wasser färbt sich rot? Richtig! Oh!
Was hast du denn? Ich mag Rot nicht. Oh, schaut mal. Es ist einfach verschwunden. Vielleicht könnten Sie uns auch verschwinden lassen, Herr Fieser. Was redest du denn für einen Unsinn, Junge? Sehen Sie mal. Das dürfte gar nicht passieren. Herr Fieser, mir ist auf einmal ganz schwindelig. Ich krieg keine Luft. Mir wird schlecht. Luft, Mann, Luft. Ach, Himmel noch mal. Das ist doch nur Wasser. Wir wurden vergiftet. Herein! Was ist denn, Junge? Ein Päckchen für Sie, Herr Fieser. Was ist passiert? Wo ist meine Klasse? Ich glaube, sie haben sich alle in Frösche verwandelt. In Frösche? Nein, nein, das ist mir zu viel. In Frösche. Aber, Herr Fieser, sehr merkwürdig. Nein, ich unterrichte nie wieder. Tja, sieht so aus, als hättest du es geschafft, Henry. Nein, Bert, wir haben es geschafft. Ja! Yeah! Ja, ja, ja. Woohoo! Auf geht, you Henry! Schon! Au! Geh von meinem Fuß runter! Ja, sonst merken sie noch, dass wir abhauen. Alarm, bloß nicht ein, dass ich dich mitnehme. Ich erziehe dich auch nicht mit. Wo willst du eigentlich hin? Afrika! Ich würde sowieso nicht hinwollen. Ich nehme mich bei Susi ein. Ha, du, bei Susi? Ich soll es gar nicht abhauen. Ist das schon? Ist das nicht? Mina, ich bin noch egal, wo du bist. Geschlafen. Hey, das ist auch ganz mal Proviant. Jetzt nicht mehr. Na schön, dann esse ich eben dein Proviant aus. Mit was? Peter? Misa, ist Henry? Onko, mein Papa, geht's? Oh, ja! Henry ist weggelaufen! Boy, nein! Henry! Misa, siehst du? Sieh nun, Oli, sie bitte eine Gerso, Peter. Oh! Ich habe mich nicht mehr. Henry, mit
Peter, was hat das zu bedeuten? Was hast du vor? Henry, du hast einen goldenen Stern verdient. Oh, vielen Dank. Vielleicht würden sich die Kinder in der Zukunft auch darüber freuen. Wie ungewöhnlich selbstlos du bist, Henry. Sehr schön. Gut, lasst uns die Kapsel gleich eingraben. Ja, Alf, du bist gut im Graben. Ich meine, wahrscheinlich bist du gut. Und dann müssen wir nur warten. Durch die Polizei. Sie sind verhaftet. Hey, bleib stehen. Wer bist du? Frau Sonderlich? Henry? Sie sind der Zeitkapseldieb. Nein. Naja, doch. Oh, das ist mir aber peinlich. Ich will mir von jedem Schüler, der auf meiner Schule war, ein Andenken aufheben. Haben Sie die anderen Kisten auch ausgegraben? Ja, es ist alles zu Hause auf meinem Speicher. So erinnere ich mich an euch alle. Sie hätten einfach ein Foto von uns machen können. Hör mal, Henry, wenn diese Geschichte irgendwie rauskommt, könnte das manchen etwas seltsam erscheinen. Henry, wissen deine Eltern, dass du noch so spät unterwegs bist? Na gut, ich verrate nichts, wenn sie nichts verraten. Versprochen? Versprochen. Aber ich muss das Häschen wieder haben. Einverstanden. Aber das heißt, dann habe ich nichts mehr, was mich an dich erinnert. Andererseits bist du wahrscheinlich das einzige Kind, an das ich mich nicht erinnern will und trotzdem nie vergessen werde. Damit kann ich leben. Hier ist dein Hase. Häschen, wo warst du denn so lange? Kann ich jetzt mein Taschengeld haben? Henry, hast du eine Ahnung, was das ist? Das ist mein Schleim. Oh je, das ist mein Schleim. Ja, und Frau Streitaxt hat ihn am Ort eines Verbrechens gefunden. Offenbar bist du an der Verwüstung des Schulgartens schuld. Also... Und es kostet eine ganze Menge, alles wieder neu anzupflanzen. Aber... Und das bedeutet, dein Taschengeld ist erstmal für sehr lange Zeit gestrichen. Nein! Henry! Mach's gut, Susi, im Wandschrank! Henry. Oh, hallo, Schwester Nora. Bin ich jetzt an der Reihe? Soll ich meinen Ärmel hochkrempeln? Vielen Dank, Henry. Aber ich spritze in den anderen Arm. In den anderen Arm? Ach. Dass die Lehrer immer ihr Mittagessen rumliegen lassen müssen. Alles in Ordnung? Du fühlst dich viel zu warm an. Ich kann dich nicht impfen, wenn es dir nicht gut geht. Können Sie nicht? Nein, ich darf nicht. Also, wie fühlst du dich? Oh, du Ärmster.
Du gehörst ins Bett und musst sofort nach Hause. Du bekommst heute keine Spritze. Das ist super. Keine Spritze, Tee im Bett und morgen muss ich nicht in die Schule. Brauchst du noch was, Henry? Kriege ich bitte noch mehr Eis? Tut das deinem Hals weh gut? Oh ja, das kühlt so schön im Hals. Natürlich würde es mit Schokoladensauce noch viel besser helfen. Gut, von mir aus. Aber nur, wenn es auch die Ärztin erlaubt. Hallo, Henry. Ich höre, du fühlst dich nicht wohl. Ich hab nur ein bisschen Husten. Einatmen? Tut es hier weh? Oh ja, da tut's schlimm weh. Und hier? Oh, diese Schmerzen. Diese Schmerzen. Und wie ist es hier? Au, da tut's richtig weh. Tja, das ist höchst ungewöhnlich. Und? Ich fürchte, für Henrys Beschwerden gibt es nur eine Medizin. Ich verstehe. Eine Spritze. Nein! Yeah! Ja, ja, ja. Woohoo! I'll get you, Henry! Ich hab im Esszimmer für euch gedeckt. Ui, das ist der tollste Geburtstag aller Zeiten! Und vergesst nicht, kein Kuchen, bis der Clown mit seiner Vorstellung fertig ist. Röcke stehen dir eigentlich gut, Henry. Lass mich in Ruhe! Dann kann ich aufräumen. Gut, mein Teil ist erledigt. Hast du gemacht, was ich gesagt habe? Alles klar, die Show kann beginnen. Ich bin der große Mysterio und kann mich aus allen Fesseln befreien. Wer von euch möchte den großen Mysterio fesseln? Ich. Darf ich bitte? Ich bin das Geburtstagskind. Handschellen und Seil sind für mich ein Klacks. Und nun werde ich mich in nur 12 Sekunden befreien. Fangt rückwärts an zu zählen. 12. 11. 10. 9. Das gibt's doch nicht. 8. 7. 1. Gesagt, Mama? Aus dem Zoo ist ein Tier ausgebrochen? Das gibt's doch nicht. Ein Löwe? Ein Löwe? Nein, nein, nicht schon wieder. Da ist er, der Löwe. Hilfe! Tada! Hab doch gesagt, das funktioniert. Bleibt für uns sogar noch mehr Kuchen. Wo ist der Löwe? Ich hab ihn verjagt. Was soll denn das Gebrüll? Wo sind denn alle hin? Keine Ahnung. Können wir jetzt den Kuchen essen? Ja. Von mir aus. Wartet auf mich. Das ist mein Kuchen. Mama, kann ich auch was im Garten machen? Du? Wieso? Um dir zu helfen, natürlich. Also, da gibt es schon was, das du machen könntest. Igitt! Du hast gesagt, du willst mir helfen. Das ist gut für die Rosen.
Bäh! Pferdeäpfel schaufeln. Wehe, wenn das umsonst war. Da ist er. Ha! Mein Feind! Ahoi! Hau bloß ab, Laura. Für dich immer noch, Captain Laura! Mach dich gefasst auf einen Kampf! Angriff! Gib auf, du Wurm! Na gut. Was? Ich ergebe mich. Nein! Erst musst du kämpfen, damit wir dich festbinden und Kiel holen lassen können. Dann ergibst du dich. Heute nicht. Ach, das langweilt. Komm mit, Peter. Dann spielen wir eben Papi und Mami. Komm zurück. Du musst ihn dazu bringen, dass er kämpft. Ha, netter Versuch, Peter. Das wagst du nicht. Henry, ich... Peter, wieso hast du das gemacht? Weil Henry nicht gemein zu mir sein will. Peter, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Henry, ich hab's mir überlegt. Du darfst mit zum Volksfest. Ja! Soll ich mit dem Karussell fahren oder Ringe werfen? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde, da Henry heute so ein braver Junge war, soll er entscheiden. Okay, ich entscheide. Oh, danke, dass du mich ganz vorne sitzen lässt, Henry. Aber die Fahrt wird doch nicht zu wild, oder, Henry? Nein, zumindest finde ich das überhaupt nicht. Wissen. Ja, nun, so viel zu Gregor und seinem Gehirn. Und als nächstes sehen wir Laura und ihre Bauchrednerpuppe Dummerchen Susi. Tja, ja. Warum kann meine Nase nie aufwärts laufen? Na, weil sie keine Füße hat. Das hätte ich doch sagen sollen. Du hättest sagen müssen, woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Die sind echt gut. Zu gut. Dann sorgen wir mal dafür, dass das Publikum wirklich was zu lachen hat. Was hast du denn vor? Sie werden die Bühne gleich etwas überstürzt verlassen. Jetzt sag endlich was, Dummerchen! Voller Erfolg! Das war wirklich gemein von dir, Henry! Oh je, und jetzt kommt der Moment, vor dem wir uns alle gefürchtet haben. Ich möchte mich schon mal im Vorfeld entschuldigen für Henrys schreckliche Helden. Zwei, drei, vier. Ah! Henry Schubert! Geh weg da! Lass mich los! Nein, verschwinde! Sie haben ja nur so getan! Direktorat, auf der Stelle. Du auch, Bert. Mein doofer kleiner Bruder wird gewinnen. Dann sehe ich die Killer Boy Rats doch noch. Oh, du schrecklicher Junge.
Gut gemacht, Peter. Unser begabter Engel. Ja, gut gemacht, Zwerg. Wer hätte gedacht, dass dein Cello mir die Karten fürs Killer by Reds Konzert verschafft? Das ist mir das dreimal Nachsitzen wert. Kill, Road, Kill. Was ist das? Echt super, oder, Henry? Wir sehen uns alle zusammen die lustigen Hippos und Eis an. Was?